Guten Abend, ich bin der Schorscher aus dem Bezirk Kitzbühel und suche eine bärige Frau. Wie soll die neue Frau eigentlich sein, die Sie lieben können? Die neue Frau, ich bin nicht so kompliziert, aber die Frau sollte irgendwie ein bisschen einen Humor haben, ein bisschen gesellig. Ich würde gerne eine ziemlich jüngere Frau, das ist das Leben leider Gottes, haben, weil ich selber sehr aktiv und unternehmungslustig bin. Und ich bin 80 Jahre, habe aber sehr viel Temperament und deshalb ist mir fast lieber, wenn ich das sagen darf, eine jüngere zwischen, sagen wir mal, 47 ungefähr, bis höchstens 60. Schorschi, was ist, wenn die 47-jährige Frau nicht mit einem Mann zusammen sein will, der fast doppelt so alt ist wie sie? Hat sie vollkommen recht. Aber sie weiß ja nicht, ob sie mit diesem Mann, wie ich bin, nicht mehr glücklicher ist als wie mit einem Gleichaltrigen. Aber nehmen wir den Eccleston her. Der ist auch nicht mehr der Jüngste. Hat ein Kind, eine hübsche Frau, hat halt ein bisschen mehr Geld wie ich. Ein bisschen. Ein bisschen mehr. Aber das ist ja ihm zu vergönnen. Sie wollen und wollen also nicht aufgeben, Georgi. Nein, im Gegenteil. Finden Sie sich selbst attraktiv, Georgi? Ich bin ein Schircher, aber von den Schirchesten der Schönste. Das ist, einer muss auch das sein. Ja, liebe Frau Horowitz, ich hätte auch eine gute Idee. Es gibt wohlhabende Damen, die gerne eine Schiffsreise machen würden, aber alleine sind und niemanden haben, der was sie begleitet. Ich würde gerne als Kavalier, Freund, Sie unterhalten und begleiten und aufpassen auf Sie, damit Sie einen schönen, traumvollen Urlaub ohne Hintergedanken erlebt. Und was muss die dann einbringen? Wenn sie wohlhabend ist, so soll sie zumindest die Schiffsreise, ist ja nicht so wahnsinnig teuer, begleichen. Und das andere, was so ist, so Kleinigkeiten, das spielt mir keine Rolle. Was Vertrauen hast in dich selber, dann brauchst keine Versicherung. Und wann du willst, bleibst immer jung. Hinter Ihnen sehe ich ein Foto. Wer ist denn das? Ah, das Foto, das bin ich. Ich hatte früher eine Tankstelle
in dieser Tankstelle hatte ich einen Kiosk, also ein Stüberl aus altem Holz gehabt. Und da gab es zum Essen und zum Trinken Kleinigkeiten. Und eines Tages kam ein Riesenauto zu mir und da stieg ein Scheich aus. Dann haben wir geplaudert und sind zu dem Kiosk zu mir hineingegangen, haben was getrunken. Und der ist dann alle Jahre auf Urlaub gekommen. Und wir wurden Freunde und einen Sommer sagte er, you go Saudi. Da habe ich gesagt, was soll ich da tun? Ja, du betreust meinen Fuhrpark in Riad. Und durch das habe ich die Tankstelle und das ganze Geschäft aufgegeben und bin nach Saudi-Arabien gegangen. Am Anfang habe ich mir gedacht, ja, wo bist denn du hingekommen in der Wüste? Und alles Arabisch, konnte nicht lesen. Und dann habe ich mich aber interessiert mit den Arabern und somit bin ich immer mehr und mehr hineingekommen und blieb 10 Jahre. Und das Leben war sehr interessant, sehr gefährlich, aber sehr interessant. In Saudi-Arabien an eine Frau vom Scheich heranzumachen, das wäre keine gute Idee. Da kann da passieren, dass du um den Kopf kürzer wärst. Eines Tages habe ich mir überlegt, brich die Zelte ab, gehe wieder zurück nach Tirol zum Wilden Kaiser und bin zurück in meine Heimat. In Saudi-Arabien hat mich der Scheich Abdulaziz zum Scheich Schurschi ernannt und somit bin ich hier im Lande der Scheich Schurschi geworden. Ich hatte 6 Jahre einen weißen Rolls Royce, mit dem ich sehr gerne umhergefahren bin. Das hat sich dann so entwickelt, dass ich als Scheich Schurschi bei Veranstaltungen eingeladen wurde, sei es Hahnenkammerinnen, Kitzbühel, an der Zugspitze in Deutschland. Und da bin ich immer als Scheich Schurschi aufgetreten. Haben Sie dann ein bisschen zur High Society gehört, eine Zeit lang? Ja, aber ganz bestimmt. 100%ig. Alle wollten Autogramm, das war toll. Mit 54 habe ich dann aufgehört. Dann bin ich wieder nach den Jahren wieder der einfache Schursche geworden und fertig. Für immer jung.